So, dann hauen wir hier ab. Wir haben nichts Böses getan. Ist alles schick, alles super. Und verlassen das Gebiet hier. War hier ein... Hallo, was ist denn hier? Oh, uns fehlt hier ein... Mist. Zimmer 201. Ach, das, so hätten wir es auch herausfinden können. Manami Knows. Reservierung für eine Nacht. Checkout morgen. 202 Familie Wilson. Ehepaar mit einem Kind. Nächste Woche schon bezahlt. Frei, das haben wir bekommen. Morten Osten. Für 4 Nächte reserviert. Für 3 bezahlt. Wird rausgeschmissen, wenn die Zahlung heute nicht erfolgt. Nervige Scheiße. Frei, 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 frei. Besetzt, nicht stören. Anna, Nachname nicht genannt. Verlängerte Reservierung, nicht stören. Frei. Antonio Suzuki. Reservierung für 3 Nächte. Okay, was sagt das lokale Netzwerk? Das ist offline. Ich möchte wirklich nicht nerven, aber ich zahle für dieses Zimmer und erwarte dafür einen gewissen Komfort- und Servicestandard. Ich weiß, Sie können nichts gegen den Marktlärm tun. Damit kann ich leben. Ich schließe einfach die Fenster, aber ich bin enttäuscht, ob Ihres Widerwillens, Ihre Gäste im Zaum zu halten, besonders die Frau in Zimmer 203. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf diesem Planeten eine lautere Person gibt. Sie redet unablässig, selbst mitten in der Nacht, und trägt offenbar keinen Funken Anstand gegenüber ihren Nachbarn am Leib. Ich vermute, sie ist ein Junkie und zu high zum Schlafen, ganz zu schweigen von all den zwielichtigen Gestalten, die sie besuchen. Ich möchte wirklich nicht respektlos sein, aber bitte tun Sie endlich Ihre Arbeit. Gelöscht und verschlüsselt. Wenn du bis hierhin gelesen hast, ist es schon zu spät. Dein Neuralprozessor wurde infiziert. Schicke diese Nachricht sofort an 3 weitere Leute. Sonst wirst du in 7 Tagen zum Cyberpsycho. Glaubst du mir nicht? Gut so. Denn das hier ist nicht einfach irgendeine Kettenmail. Überweise 5000 Eddies auf das unten stehende Konto. Oder ich verbrutzel dir das Hirn. Glaubst du mir jetzt? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn ja, bist du ein hirnverbrannter Idiot. Mach doch mal die Augen auf, Schum. Sieh dich um. Die Welt, so wie wir sie kennen, das ist eine große Lüge. Konzerne, die Medien, die Politiker, die machen dir rund um die Uhr was vor. Wir sollen ihnen glauben, dass wir hier das bestmögliche Leben auf der bestmöglichen Welt leben. Aber soll ich dir mal die Wahrheit verraten? Night City ist eine dystopische Kloake. Vor unseren Augen sind die schlimmsten Albträume des 20. Jahrhunderts zur Realität geworden. Aber wir sind zu blind, um das zu erkennen. Wir wohnen in dieser Dystopie geboren und können uns gar kein anderes Leben mehr vorstellen. Von allen Seiten überwältigen Porno-Werbung unsere Sinne. Der Sündfraß, den man uns vorsetzt, zerfrisst unsere Körper von innen, und wir ackern uns weiter ab, um für diese tollen Privilegien bezahlen zu können. Du bist krank. Willst du geheilt werden? Hör Doc Paradox. Ich versuche immer zu schleichen. Manchmal klappt's auch. Diesmal nicht. Oh, was ist hier drin? Ein Zielfernrohr? Ich muss das Zielfernrohr anstecken. Wo können wir das denn ranpapsen, das Zielfernrohr? Hier können wir nichts ranstecken. Können wir das vielleicht hier ranstecken? Auch nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich bin entsetzt. So. Verlasse das Gebiet. Sehe ich aus wie eine Bank? Komm schon, ich habe kein Wechselgeld. Dein Problem, nicht mein. Aber den Spruch muss ich mir merken. Wenn jemand fragt, ob ich Kleingeld habe oder so, ja? Sehe ich aus wie eine Bank oder was? Müssen wir hier wieder raus? Ja, ne? Ich glaube ja. Oder? Nee. Oder doch? Nee. Wo kommen wir denn hier wieder raus? Zu Hilf! Ich will hier raus. Hier ging doch eine Treppe runter, oder nicht? Die da. Ja, so ungefähr war es auch hier. Reinschleichen, epischer Kampf. Was mich, wie gesagt, ärgert, ist halt, dass der Chat hier kaum sichtbar ist hier, ne? Du bist echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt. Wenn die wüsste. Oh. Oh, das gab richtig Kohle. Oh, schön. Wenn das richtig Kohle gibt. Aber wir haben keinen Auftrag gerade weiter.
Was müssen wir denn hier? Bezahle deine Schulden an Victor. Ich glaube, er wollte 20.000 haben, ne? Dass wir ihn bezahlen. Okay, dann... Wo müssen wir hin? Oh! Ey, ist das... Ey, ich zieh dich aus dem Wagen, Mann. Was soll das? Raus mit dir! Fährt die mich über den Haufen? Ja, was wollte ich sagen? Genau, also ich find's bloß ein bisschen schade, dass scheinbar bestimmte Sachen hier so intensiv laufen bei dem Spiel, dass selbst der Browser-Chat, der eingeblendete Browser-Chat im Stream versagt. Und dann komme ich nicht dazu, das parallel vorzulesen, weil man hier wirklich die ganze Zeit, warum ist da Polizeiding, die ganze Zeit auf den Bildschirm starrt, im positiven Sinne, weil man gar nicht weiß, wo man hingucken soll, weil egal, wo man hinguckt, es bewegt sich irgendwas und man kann die Augen halt nicht davon abwenden. Und ich muss da irgendwie hoch. Aber wo? Durch die Tür hier. Nein. Schleiße schon wieder. Spielt doch jetzt mal bei Dishonored. Ja. Aber ja, verschlossen. Wie kommen wir da rein? Hier hinten kommen wir rein. Hier ist ein Eingang. Hier ist der Eingang. Verschlossen. Okay, ich habe ihn schon gesehen. Warum ist es so kompliziert, zum Kampf dahin zu kommen? Hä? Sieh an, sowas Süßes. Ja. Das schmutzige Schienbeine. Also wenn es so kompliziert ist, zu einem Boxkampf zu kommen. Alles so schön bunt hier, genau. Das stimmt. Ach so, weil der illegal ist. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich es mache. Typisch. Ich wusste, dass ich das sage. Ob es dafür Multiplayer gibt, weiß ich nicht. Ja, du hast recht, das könnte passen, wenn man mit unterschiedlichen Netrunnern hier unterwegs wäre. Vielleicht auch konkurrierend untereinander. Die eine Szene hast du ja nicht mitbekommen. Oder zwei waren es ja schon. Mit dieser, wie hieß das Ganze? Mit dieser komischen... Haben wir nicht noch das Gerät irgendwo hier? Warte mal, im Rucksack? Och du Gott. Und zwar hier mit diesem Braindance-Headset. Und zwar, wenn man Szenen rekonstruieren kann. Das ist so ein richtig geniales Ding, um eben halt auch so ja, Kriminalarbeit oder eben halt ein Spiel, Kripo, wo man Kopf spielt und dann Fälle auflösen muss und, weil man die Sequenzen sich da angucken kann und auswerten und eben halt, also das Analytische, das war, glaube ich, die erste Stunde vom Stream. Wirklich genial und ich hoffe, da kommt noch mehr davon. So, gegen wen? Achso, erstmal einen Schluck trinken. Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Was? Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Ich. Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt oder was? Ich war mal ein Zwilling. Sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert. Und jetzt sind sie, ja, ich. Eine Person. Zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Und tschüss. Ich kämpfe gegen euch, na gut, aber wir erhöhen den Einsatz. Ihr macht wirklich alles zusammen? Charisma. Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Dummbratze. Der hat aber einer vier und der andere bloß drei Tage. Ob wir das überleben? Ich weiß das gar nicht. Was ist das für eine Quest?
Kann ich speichern noch? Ja, okay. Na gut, aber wir erhöhen den Einsatz. Klingt fair. Für mich gar kein Problem. Also, können wir anfangen? Zeigt mir, was ihr drauf habt. Oh, der erste liegt schon gleich. Oh, ausgewichen. Ey. Darf ich mich heilen zwischendurch? Nee, ne? Ey. Oh, 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 oh. Ich darf mich nicht heilen. Tja. Loser. Was machst du denn da? Und du? Hast du genug wie dein Bruder oder willst du mehr? Das ist nicht mein Bruder. Was macht ihr denn da? Das bin ich. Mein Gott, der ist doch nicht so schwer. Hier, dein Gewinn. Es ist reines Singleplayer derzeit. Der Shiki meinte bloß, dass wir es zusammen, jeder für sich anfängt zu spielen. Keine Sorge. Und wir dann darüber berichten. Hör auf, mit dir selbst zu reden! Deswegen, also es ist reine Singleplayer. Huch. Ich wollte ihn ja nicht schlagen, aber okay. Was zeigt ihr denn eigentlich? Certo Esquerdo. Esquerdo Certo. Ja, okay. So, Aus reiner Neugierde. Könnt ihr eure Gedanken lesen? Nein, dieselbe Person, dieselben Gedanken. Wenn es anders wäre, wäre ich auf Schizopillen. Unglaublich. Schön, dass ihr es aus dem Zirkus in den Boxring geschafft habt. was habe ich? Hab gehört, du hast diese freakigen Zwillinge vermöbelt. Gute Arbeit, weiter so. So können wir noch ein bisschen... Haha, sehr witzig. Was denn? Hey. Hat der Ripper vielleicht noch mehr vertauscht? Hab das Gefühl, ihr habt vier linke Hände. Fick dich! Ja, ich mach dir schon meine Hände weg. Alles gut. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr braucht keine Angst haben. Alles schick. Übrigens haben wir jetzt mehr Kohle, ne? 14.000. Der Einsatz hat sich gelohnt. Jo. Was haben wir denn noch? Besser spät als nie? Achso, wir müssen uns das doch zurückgeben. Besiege alle Gegner, um ins Finale einzuziehen. Da sind wir dabei. Psychokiller. Finde und neutralisiere Cyberpsychos. Und hier kommen wir noch nicht weiter. Was ist denn die nächste Aufgabe eigentlich? Wo... Wo finden wir denn die nächsten zum Boxen? Gar nicht wahrscheinlich. So, komme ich hier irgendwie... Wer seid ihr denn? Gauner. Die sind ein bisschen hart, hä? Kann ich irgendwas mit euch machen? So, jetzt muss ich mal einmal wieder gucken, wie mache ich das? Ach so.
War was? Oh, ist das kaputt gegangen? Das tut mir aber leid. So. Haben die hier was Schickes dabei? Rammen? Silberne Ohrklemme. Das so richtig gelohnt hat sich's nicht. Dafür sind jetzt die tollen Sachen hier kaputt gegangen. Neues Item erhalten. Ein Messer. Und ein Schlägel. So, hier ist irgendwie einer stehen geblieben. Ich fahr den weg. Alles gut. Wir raten allen Einwohnern aus Sicherheitsgründen dazu, alle Transportmöglichkeiten sorgfältig abzuwägen. Danke, dass Sie die Was ist da los? Eingeschaltet haben. Pass auf dich auf, Leitz. Warte mal, das ist ein Fragezeichen. Oh, vorsichtig. Was ist das da? Ein Flutlicht. Brauchen wir nicht. Und du bist eine Antenne. Die können wir nicht hacken. Was ist hier? Hier ist ein Fahrzeichen auf dem Gelände. Ich versuche mal hier vorsichtig runter zu rutschen. Da könnten wir hochklettern. Oh, hallo? Wie? Ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Okay. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Aas. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. Auftragsart, Auftragskiller. In Kabuki dreht sich alles um Gangstergeschäfte. Die Bullen sehen weg, wenn Saftsäcke wie Blake sich ihr nächstes Opfer schnappen. Es läuft immer nach derselben Methode ab. Akt 1, ein vielversprechender Deal. Akt 2, unbezahlbare Schulden. Diesmal heißt der Trottel, der ihm auf den Leim gegangen ist, Roger Wang, Besitzer einer Ladenkette. Blake hat sich einen der Läden schon geholt, aber der Typ ist gierig. Wie gesagt, diese Art von Schulden kann keiner zurückzahlen, also hat Wang sich besonnen und stattdessen uns sein Geld gegeben. Diese Pissnecke Croy wird bald abtauchen, also musst du schnell handeln. Und noch was, Blake hat sich ein paar Animals zum Schutz geholt. So, wo ist er? Das ist nicht die Auftrag, hier Auftrag. So. Ach, hier drin ist er. Kann ich mich hier hochhangeln? Nein, doch hier. Vielleicht komme ich ja von oben, oder? Womit bläst sich ein Konzern an die Hügel? Womit? Mit dem Bolzenschussgerät. Haben wir hier Kameras? Das ist ein Radio. Kühlschrank an der Decke? Glaube ich nicht. Spontanbedarfserfüllungsmaschine. So, aber ich glaube, das interessiert uns da nicht. Vermutlich können wir uns den Typen hier direkt vom Dach schnappen. Zumindest haben wir die Angriffsmöglichkeit vom Dach aus. Was ist das hier? Was ist? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Ich kann das nicht mitnehmen. BD. BD1C55. Okay, hier. BD1C55. Sehen. Irgendwann die Woche.
wir müssen rein, wa? Verdammt. Was ist das jetzt da oben? Wo ist denn seine Wache? Da, ja, komme ich. So, was ist das Ding hier? Warum kann ich es nicht mitnehmen? Da ist eine Leiter. Okay, das ist kein Bösewicht. Der Typ ist weg, wa? Die Wache. Oh, da kommt sie. Wie kann ich dem jetzt von oben eins überbraten? Keine Ausdauer mehr. Oh. Los, fall um! Tschüss. Wir verlieren Animals! Postkarte aus dem Netz. Was? 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 Was probiert ihr denn da? Oh, da steht ein Auto im Weg. Ihr braucht es nicht probieren. Na, ihr seid Helden. Ihr seid Helden. So, danke, danke, danke. Ach ja, ihn muss ich ja wieder mitnehmen. Oh, schön das Algen sammeln. Wer weiß, wann wir hier wieder herkommen. Schuldner, Adam Allen, Ripper, hat medizinisches Zubehör weggegeben, muss ich erstmal vergessen, sonst hängt mein Kchum sich auf. Roger Wang, Ladenbesitzer, Haufen Medikamente und medizinisches Zubehör, hat sein eigenes Netzwerk, muss ich schnell ausnutzen, bevor der Nachschub abreißt. James Spears, Typ aus dem Restaurant Sturer Bock, hab ein paar Hündchen geschickt, die ihm die Beine brechen sollen. Lily Mills, Model, muss ihre Wohnung aufgeben, unbeeindruckt von den Drohungen an ihre Mutter, sollten die trotzdem umsetzen, damit alle wissen, unsere Agentur meint es ernst. Okay. Roger Wang an Blake Croy. Soll das ja Witz sein? Ich habe keine Annie von dir geliehen. Wir haben nur über einen Kredit geredet, sonst nichts. Roger, Zeit ist Geld und meine ist nicht billig. Ich habe dir einen geschäftlichen Rat gegeben und der kostet was. Eins noch, richte deiner Tochter schöne Grüße von mir aus, okay? Hab gehört, sie ist schwanger. Du freust dich bestimmt total darauf, Opa zu werden und sie hat so eine schöne Wohnung in Kabuki. Vor ihr liegt bestimmt eine strahlende Zukunft.
Okay, ich habe verstanden, das Geld. Ich habe es dir eben überwiesen. Wage es ja nicht, meiner Familie nochmal zu nahe zu kommen. Hey, ganz ruhig, Roger. Kein Grund, gleich in die Luft zu gehen. Damit hast du echt meine Gefühle verletzt, Mann. Und übrigens, was du geschickt hast, reicht nicht aus. Du Amateur hast die Zinsen vergessen. Aber es macht nichts. Ich habe nämlich eine super einfache Idee, wie wir das klären. Gib mir einfach deinen kleinen Laden in Kabuki und wir sind quitt. Und achte ein bisschen auf deinen Wortwahl, Kumpel. Ich habe dich im System freigeschaltet. Er gehört dir. Ach du Scheiße. Sitzt dir ein Stalker im Nacken, ein Killer, der es auf dich abgesehen hat? Wirft dir irgendein Free komische Blicke und schlechte Vibes zu? Oder willst du deine persönliche Sicherheit einfach aufpolieren? Die Animals beschützen dich. Die Stärksten überleben, das einzige Gesetz, das in Night City zählt. Heure uns an und wir zeigen deinen Feinden, dass du es ernst meinst. Wir beschützen dich, dein Haus, dein Büro, dein Besitz. Wenn es sein muss, klopfen wir sogar für dich an die richtige Tür. Werde zum König des Dschungels, sag ja zu den Animals. Nochmal ein Level Up. Was auch hier immer für ein Telespiel hier gerade für eine Rolle spielt. Ach, hier. 5. Kann ich nicht kaufen. Oh. Munition. Splittergranate. Waffe. Ist hier irgendwas bei? Ja, hier ist noch ein Kästchen. Und da oben ist auch noch ein Kästchen. Und den Typ muss ich dann wieder mitnehmen. So. 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 Das auch noch. Was haben wir denn noch hier oben Hübsches? Na, hier ist doch bestimmt noch eine Kleinigkeit. Hier hätten wir wahrscheinlich von oben dann irgendwelche Takedowns machen können. Ah, da fehlt uns ein bisschen was. Ach ja. Habt ihr alles kaputt gemacht hier? Ey, sind so blöd. Gucken hier. Kommt man ja nicht mehr ran an die Sachen. Guck mal, selbst Arme liegen hier schon rum. So. Und tschüss. Mal gucken, wie viel Kohle das gibt. Alles verstaut. Auftrag erledigt. Na? Wie viel Geld? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wie viel Geld gab es jetzt? Nicht viel. Was ist da? Da läuft irgendein Typ rum, der... Was? Überfall im Gange? Wo? Wo? Ach, weiter oben, wa? Wie komme ich da hoch? Okay, das war nicht witzig, ich weiß. Aber wie komme ich denn da hoch? Wo da gerade der Überfall im Gange ist. Hier wahrscheinlich. Aua. Nee. Nee. Hier fehlt... Nein, auch nicht. Jetzt sind die da oben. Na naja, okay, die sind hier in dem Haus. Hallo, ich will hier rein. Aber wie? Ich will helfen.
Oh. Ich finde dich. Ja, wenn ich wüsste, wie man da reinkommt, dann würde ich helfen. Aber vielleicht hier. Nee, ist verschlossen. Warte mal. So. Hier vielleicht. Ach komm, hoch da. Geht nicht. Es geht nicht. Jetzt sind wir in der Hocke. Und hier sitzen wir zu dicht dran, ne? Ja. Ah, jetzt. So. So, jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter oben. Hallo? Ich komme zu helfen. Wer brüllt denn da so? Ach nö. 5-5 BD, nein. Na komm. So. Und sichere Beweismaterial. Ich sichere. Okay, gesichert. Hier ist ein... Oh, hier gibt's haufenweise Krams. Ich mach doch gar nichts. Ich helf doch. So, ich sichere Beweismaterial. Ganz viel. Sehr viel Beweismaterial. Ich glaube, das war ein vulkanischer Nackengriff. Genau. Was auch immer sie macht gerade. So, haben wir alle? Nein. Wir müssen jetzt hier noch die Beweise sichern. Waffen. Da ist noch einer. Was macht der denn hier? Wo ist er denn? Wer will denn spielen? Wo denn? Keine Ahnung, wo der spielen will. Hallo? Haben wir es jetzt?
Hier ist noch irgendwo was, ne? Hier oben scheint noch irgendwas drin zu sein. Wenn wir jetzt noch da hinkommen würden. Ich glaube, da fehlt mir der Doppelsprung. Obwohl, das dürfte ja nur das Dieke hier sein. Naja. Da ist ja noch einer. So, da ist er nicht. Da auch nicht. So, ich muss noch die eine Leiche da holen. So, hab ich alles? Ich habe alles gesichert, ne? Oh. Doch, das ist wahr. Ich kann doch nichts dafür, wenn die mich hier angreifen. Gebiet öffentlich, na siehste. Wie siehst du denn aus? Also nie im Leben freiwillig würde ich sowas tragen. Aber er muss es besser wissen. Oh. 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 Du lebst noch, ne? Ja, der lebt noch. Der lebt noch. Alles gut, alles schick. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen verdünnisieren hier. Ach, guck mal, Kabuki, da ist der Laden. So, was haben wir denn jetzt für 1000 Sachen hier bekommen? Ist ja Wahnsinn. Und Level haben wir auch noch schon wieder. So, wir haben eine neue Mütze. Eine bessere Panzerung. Aramid-verstärkter Colorado Beetle Helm. Warum auch nicht, ne? Und wir haben hier eine neue Klamotte. Tamashi. Was ist das hier? Nur mal gucken. Ja. Ja. Das ist so fast schon Morgen- oder Abendmantel, ne? Hier fürs Bett gehen. Ich bleib da lieber hier bei dem Ding. So, hier haben wir auch nochmal was Neues. Was haben wir denn da? Ach. Ja, und hier? Kann man leider nicht gemeinsam tragen, aber das kann man tragen. Wobei man jetzt das hübsche Gesicht nicht mehr sieht. Oh, wir haben ein Kleidungsset. Das können wir zusätzlich tragen, weil die Sicherheit der Angestellten immer an oberster Stelle steht, nicht wahr? Nein. Huch. Nein, nein, nein. Neue Schuhe haben wir auch noch. Oh. Teuer, also stylisch, ist doch logisch. Ja, warum nicht? Oh. So, besser. Wobei, die haben ein Kleidungsmod-Set. Nee, ist okay so. Ist super. Das lassen wir mal. Hier gibt es auch eine neue Waffe. Ich hätte aber, wenn dann... Achso, kann man hier? Nee, kann man nicht. Schade, dass man nach dem Waffentyp nicht selektieren kann.
die wäre schon wieder stärker, aber ist halt keine ikonische oder selten, ist halt eine gewöhnliche Waffe. Ja, vielleicht hier was Besseres. Ausgerüstet. Was ist denn das? Achso, Porsche, wir haben ja Sturmgewehr. Nee, wird nicht besser. Obwohl doch. Doch. Wobei der Thermalschaden geht runter. Der zusätzliche. Okay, das muss man im Detail gucken. Aber hier haben wir Aufsätze. Zeit fürs Zielen und Reichweitenerhöhung und Reichweitenerhöhung. Ich glaube, dann nehmen wir lieber das da. Haben wir hier noch was? Nein. Und wie sieht's hier aus? Mit einer Mod? Nein, haben wir auch nicht. Und beim Katana gibt es keine Mod. Wäre auch ein bisschen seltsam. Was ist das da? Tiger. Na, ich probiere es gar nicht erst, hier hochzuklettern. Aber da wäre Potenzial. Also wenn wir schon... Ja. Wir kommen da über die Kante nicht. Ah, wir können eine Treppe nehmen. Warte mal, wir gucken uns mal den Tiger hier hinten noch an. Alles gut. Mach keinen Stress. Rowdy. Ist doch gut. Ich hab doch was gescannt. Seid doch mal ein bisschen friedlich. Ich gehe schon. Wir sind mal später dran. Ach, hier gibt's noch Wasser? Können wir eigentlich schwimmen? Oh, das geht auch. So, da muss ich jetzt eine Sache noch testen. So sieht's normal aus. Okay. Ja, okay. Ja, doch. Also hier sieht man den Unterschied definitiv. Definitiv. Und das sieht gut aus. Und wenn wir jetzt noch die Qualität hochdrücken... Ja, man erkennt so, wie sieht es unter Wasser aus? Warte mal. Ah, das könnte besser sein. Okay, wieder abschalten. Also man sieht den Unterschied ganz deutlich. Aber ich denke mal, dass CD Projekt Red hier eigentlich sehr gute Arbeit geleistet hat, auch ohne RTX zu nutzen. Was geht so bei dir? Ja, keine Ahnung. Waren wir da drüben schon? Kann man da nach oben? Kann man hier vielleicht auch fliegen? Hier sind ja überall Leute. Hier muss man aufpassen, wo man lang geht. So. Okay, dann gucken wir mal, was können wir noch machen so zum Abschluss. Da kommen wir noch nicht weiter. Warte, bis der Bezirk nicht mehr abgeriegelt ist. Besser spät als nie. Ich glaube, wir schaffen es noch nicht, unsere Schulden zu bezahlen. RTX. RTX ist ein Feature unter anderem von den Nvidia-Grafikkarten.
merken, wer die Frage gerade kommt, die Raytracing machen. Das heißt, die können Lichtstrahlen bzw. Von unterschiedlichen Punkten das so simulieren, dass du auch wirklich echte Spiegelungen siehst. Das heißt, man kann dann sagen, hier, das ist eine gespiegelte Oberfläche oder eben halt Wasseroberfläche oder was auch immer. Und die können anhand der Raytracing-Funktion eben die Reflexion sauber und ordentlich berechnen. Das ist ein zusätzliches Feature. Und damit sieht halt, wie wir es gerade eben gesehen haben, das ist jetzt ein normales Verfahren. Und wenn man das Raytracing-Feature der Grafikkarte dann aktiviert, das ist dieses hier, das RTX, dann sieht es dann nachher so aus, dass es weitaus realistischer von der Reflexion ist. Und das wird jetzt von der Grafikkarte berechnet. Und das andere ist halt eine Simulation oder Emulation oder wie man das nennen möchte. Aber dafür geringere Qualität. Gut, jetzt ist das ja auch Psycho, aber ist egal. Und das hier steht ja auch, also bei Raytracing sieht man es hier, ermögliche Benutzung von Raytracing-Technologie für Beleuchtung, Schatten und Spiegelung. Dafür wird eine Grafikkarte mit DXR benötigt. Das ist, sind alles RTX-Grafikkarten, also die 2000er-Serie, also 2050, 2070, 2080. Die 2080 habe ich ja. Oder eben halt die 3000er-Serie, die jetzt kommt sowieso, die ja noch ein bisschen Puffer haben. Und das hier, kann die Grafikkarte, ich sag jetzt mal, ermitteln, was für Performance-Anforderungen sind für das Berechnen der aktuellen Szene. Und dementsprechend, wenn es zu anforderungsvoll ist für die Auflösung, die gerade berechnet wird, eine geringere Auflösung berechnen und diese dann skalieren. Das heißt, statt eben halt meine 1440p, also 2560 mal 1440 Bildpunkte zu berechnen, rechnet er dann halt eine geringere Auflösung, aber dafür qualitativ höherwertig und skaliert diese in Echtzeit. Und das ist dann diese Funktion hier. Man erkennt es mitunter, dass es dann ein bisschen matschiger wird. Das Bild leicht, aber dafür wird es haufenweise flüssig. In allen Positionen und allen Situationen. Aber wenn man dann sich dann später mal die Einzelbilder anguckt und dann in der Bewegung das anguckt, also die Frames dann mal festhält, wird man dann merken, dass die Auflösung wirklich auch im eigentlichen Bild dann geringer ist. Also man sieht dann irgendwann auch spürbar, dass das Bild eigentlich im Original eine kleinere oder geringere Auflösung hatte als so, aber man merkt es halt im normalen Spielablauf nicht. Normalerweise kombiniert man dann halt dieses DLSS mit dem Raytracing, weil dann merkt man jetzt auch, man sieht es auch, die scharfen, also ich weiß nicht, im Stream wird man es nicht sehen, aber ich selber sehe es dann, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das O hier hinten angucke, das ist doch sehr, sagen wir, ein bisschen schwammig. Das Bild wirkt ein bisschen schwammiger. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das das hier abschalte, wird dann nachher auch das hier komplett höher auflösender. Man merkt es dann an wirklich Detailsachen. Je weiter das weg ist, umso detaillierter ist es halt bei abgeschalteten DLSS. Na, wie auch immer. So, Raytracing aus. Das war jetzt bloß ganz kurz. Das sind so Techniksachen. Deswegen habe ich es immer mal hin und her aktiviert. Also wenn ich jetzt nicht streamen oder aufnehmen würde, hätte ich also gar kein Problem, das auch auf höchsten Einstellungen hier durch oder spielen zu können. Aber dadurch, dass ich halt parallel mit der Grafikkarte aufnehme, also sprich die, das Videobild wird halt durch die Grafikkarte, durch einen bestimmten Bereich auf der Grafikkarte zur Laufzeit halt encodiert als Videodatei, dass ich das streamen kann. Und ich nehme parallel halt in 1440p auf und streame auch noch in einer anderen Auflösung gleichzeitig in 1080p. Und da muss man halt irgendwo mal, habe ich das nicht abgeschalten? Nee, doch nicht. Da muss man irgendwann mal auch Abstriche machen, wie man so schön sagt. Und ich finde, das Spiel sieht so an sich wunderbar aus und es läuft eigentlich auch in vielen Bereichen sehr performant, wenn man bedenkt, was die Grafikkarte hier eigentlich bei mir zu machen hat. On the fly, ja. Zur Laufzeit. So, dann gehen wir mal hier raus noch. Ich mache auch einen Handskuck in die Luft. So, wir sind hier irgendwie in den Grenzbezirken, oder? Hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt.
So, hier ist wieder ein Stau. Diesmal bin ich unbeteiligt. Ein Mitsutani. Wer kennt ihn nicht? Genau, es passt es automatisch an, on the fly. Aber das ist halt erst ab einer bestimmten Grafikkartengeneration so der Fall. So, mit O. Nee, die Psycho-Dinger wollte ich eigentlich nicht. Im Prinzip müsste ich, und das will ich jetzt nicht mehr anfangen, dann mit der Hauptquest weitermachen. Oder aber mich hier auf der Karte umsehen. Was es hier für hübsche Sachen gibt. Also es gibt ja hier Nebenmissionen. Oh, warte mal, hier gibt's... Ah, hier gibt's gleich immer um die Ecke Nebenmissionen. Hier zum Beispiel. Warte mal. Ich gehe mal... wir gucken mal ganz kurz dahin. Das ist da unten. Naja, dann... runter hier. Hier runter. Das ist da unten. Hier runter. Vorsichtig. Hier runter. Hier runter. Hier runter. Hier. Okay, passt. Wer ruft? Hab von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar MaxTech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Ich nehme an, der Psycho ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mauer treten. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Wen soll ich denn jetzt killen? Blut und Kot! Ich weide dich aus! Das geht an. Mann. Oh, das ist wie brutzelt. Au, 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 au. Okay, ich habe ein Bandana bekommen. So, muss ich dich jetzt mitnehmen, oder? Warte mal, hier ist irgendwas. Wer ist hier gestorben? Ein Stressball gibt's hier. Sauber. Das war's auch. So, ich muss die nicht mitnehmen. Dann schicken wir die Informationen. So. Bis dann. Was für Informationen soll ich denn schicken? Ich hab dir nichts zum Schicken weiter. Tja.
Achso, ich musste wahrscheinlich scannen, ne? Hallo? Jetzt habe ich Geld bekommen. Dann war sie nur benommen. Oder sollte sie überleben? Geh mal raus hier. Oder muss ich jetzt anrufen? Wie? Bis dann. Ach so, was ist das hier? Was soll ich denn für Informationen schicken? Ich habe keine Ahnung. Ach so, hier hat man Stromabschalt. Ach so. Oder müssen wir hier hoch? Können wir nicht fahren mit. Ich komme hier nicht durch. Ich glaube, sie sollte nicht sterben, oder? Regina, wie würdest du Watson in einem Satz beschreiben? Die Japaner haben Kabuki gebaut, aber die Chinesen wohnen jetzt dort. Der Norden war mal Chrom besetzt. Jetzt ist alles nur noch Rost. Wir haben ein Aquarium voller Konzerne. Und das ist keine Metapher. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Jedenfalls nicht in einem Satz. Watson. Du warst früher Journalistin, oder? Das ist leicht zu erraten. Aber nicht alle Leute sind so aufmerksam. Warum hast du aufgehört? Habe ich nicht. Information ist eine Waffe, wie. Ich habe mir nur ein größeres Kaliber geholt. Bis dann. So, irgendwas ist hier faul. Speichern derzeit nicht möglich. So, immer noch nicht. Jetzt. So, warte mal. Ich lade mal noch einmal. Aber dann ist auch gleich Feierabend. Ich will bloß gucken, ob es irgendwo ein Problem gab, die Quest abzuschließen, weil ich weiß gar nicht, was für eine Information ich schicken soll, weil das Ziel ist ja nicht mehr da. So, sie liegt auf jeden Fall anders. Jetzt ist hier mehr Wasser drin, habe ich das Gefühl. Das ist abgeschaltet. Tja. Ja, und auch mal ein bisschen Kohle gekriegt. Oh, wir können unsere Schulden bezahlen. Und ich glaube, wenn wir die Schulden bezahlen, geht es auch anderweitig weit. Ja, keine Ahnung. Also. Nö. Ich wüsste nicht, wie wir hier diese Quest jetzt lösen sollten. So, warte. Quatsch, das machen wir beim nächsten Mal. Was sagt die Uhr? Ja, es ist 2 Uhr früh. Wird Zeit. Wird Zeit. Ich darf zwar ein bisschen ausschlafen, aber ausschlafen heißt um 8 Uhr. Also 6 Stunden sollte gerade so passen. Gut,
dann machen wir hier an der Stelle Feierabend. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich dann erstmal mit Lesen anfangen. Und nächste Mal heißt es Sonntag. Also ich werde wahrscheinlich halt immer... Was war das? Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag dann hier weiterspielen. Und dann eben halt dazwischen dann andere. Falls irgendwas dazwischen kommt, dann... wird es halt dazwischen geschoben. Aber das ist so der grobe Plan. Weil das ja halt Open World ist, ist das halt eine Sache, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. Also ähnlich wie bei Horizon Zero Dawn. Und die Zeit möchte ich halt dann schon gleich komplett einplanen, meinerseits. Ja, hier, wie gesagt, ist an der Stelle Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen und schlaft gut, bleibt gesund, ne? Und mal gucken, was die nächsten Tage mit sich bringen wird, wie es sich dann entwickelt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Mal gucken mit was. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.